Moin, moin. Wo ist hier gerade ausgelassene Frames? Was ist da los? Was machen wollte. Erstmal die Maus suchen, da ist er. Und dann mal irgendwie was mit der hier. Ja, komm, lassen wir so. Moment, ich muss gleich mal gucken bei YouTube, welches Video eigentlich das ist. Idee, habe ich jetzt eigentlich schon ganz veröffentlicht. Mein Kanal. Mein Kanal. Oh Gott, 64 ist das letzte. 10 Videos gibt es dann. Dann machen wir mal das nächste. So ein bisschen aufs Butterbrot zu schmieren als dann. Ja. So, NBA interessiert mich nicht. Great, der Sport. Das ist ja irritiert. Warte mal, mache ich das jetzt? Nee, ne? Da nicht. Zum Kanal. Videoproduzent. So war das nicht. 64 war der letzte, läuft ab dem 6. Okay. Aber das ist schon ein Monat her. Oh Gott. 65 exportieren. Livestream vom 05.96.22. Damit auch all jene, die das hier nicht gerade live verfolgen, sehen können. So, und die 66 ist da, die können wir auch gleich mitmachen, ne? Oh, ach. Öffentlich? Ja. Zack. Stimmt, und dann ging es weiter am 11. Ne? Das machen wir dann morgen. So, dann kann ich das jetzt schließen. Dann machen wir nämlich jetzt weiter in Sets Factory und zwar am Aluminium-Schrott. Da kann ich eigentlich gleich mal ändern. Warte mal. Machen wir nicht was für einen Schrott? Ach doch, können wir ruhig lassen. Das lassen wir so. So. Aber während das hier jetzt erstmal lädt, hole ich mir schnell ein Glas. So. Hm.
Wasser aus Glasflaschen schmeckt deutlich besser. Eigentlich schmeckt alles besser. Ach genau, ich hatte ja hier Probleme beseitigt. Oha, lädt gerade erstmal, ne? Der fährt. Er lädt ab. Dürfte keine Probleme verursachen. Ja. So, okay. Also erstmal weiter. Weiter heiter. So, hier ist das riesige Lager, ne? Das kennt man ja. Alles gut gefüllt, Kohle, Kupfer, Eisen, alles da. Das läuft hier ganz entspannt lang. Ah, ganz schön, ne? Wartet mal, mach mal. Energie auf Höchstleistung. Dann brauchen wir nicht sparen. Jetzt gerade wieder kurz abgeladen, okay. Netzwerk hat er ausgelassen, der Fans, okay. Das hier läuft ja ganz normal. Wie bin ich jetzt eigentlich hierher gekommen? Mein Zug. Ich meine Meinung, ich hatte hier einen Zug. Oh, mit dem. Der fährt ja ungefähr dahin, da wo ich hin will. Also ich möchte Aluminiumschrott produzieren und das möglichst in einem hohen Gebäude, ähnlich wie in so einem Hochofen oder so. Auge gucken mit. Und da habe ich da schon mal was angefangen. Müde, ziemlich wenig geschlafen die Nacht. Ich hab Bock. Genau, da hinten sieht man schon die. Also das Ganze möchte ich gerne in Raffinerien haben. Fahren wir doch mal mit. Hat nicht so funktioniert. Ja, da sollen auf jeden Fall die Raffinerie sein. Das wird dann noch schön umwandelt, umbaut, wie auch immer. Und ja. Das Rohr ist voll, das Rohr ist voll. Das Wasser funktioniert ja alles, läuft alles, wie es soll. Ja, da hatte ich mir noch keine genauen Gedanken gemacht, aber so ungefähr soll das halt dargestellt werden. Und dann? Junge, Junge, Junge. Muss natürlich hier das Kohle und die Aluminiumoxid. Kohle, wie kriegt Kohle hierher? Ganz einfach. Ich habe hier vorne die Kohle. Und die leite ich hier rüber. Und hier geht sie dann in so einen kleinen
Speicher habe ich mir überlegt und das Aluminiumoxid, ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, wie viel Aluminiumoxid produziere ich überhaupt. Zwölf. Sind 120. 120 mal 5 sind 600, richtig? Richtig. Und wir benötigen eine ganze Menge. Das Aluminiumoxid wird da hinten nicht reichen. Dann benötigen wir eine separate Aluminiumoxid. Eine separate Aluminiumoxidfabrik. Und das hätte ich gesagt. Wie machen wir das? So. So, und dann brauchen wir dieses da, na genau. Das ist jetzt die Frage. Wie kriege ich das dahin? Nee. Blöd, das funktioniert so nicht. Das könnte man so machen, okay. Gut, wir haben hier den Eingang. Keine Motoren, okay. Dass ständig diese Motoren fehlen.
Der produziert Aluminiumoxid. Bauxit pro Minute. Dann brauchen wir eine separate Leitung, ne? 120. Und produziert 120 pro Minute. Also, die können 240 verarbeiten. Okay. Ich brauche hier mehr Bauxit. Es ist schwierig, gerade darüber nachzudenken. Also, was möchte ich haben? Ich möchte gerne produzieren. Aber was produziert er denn? Er produziert daraus Aluminiumschrott, oder? Nee. Aus dem Weg? Da. Und ein Kupferbarren. Moment. Ach, das ist in der... Ja, ich weiß, warte. Das ist doch hier in der... Schmelzofen? Nee. In der Gießerei, ne? Keine modularen Rahmen.
Warte, wie viel brauche ich dafür? Ja. Ich war jetzt im Zug. Bin ich jetzt? Oh nein. Nicht mehr genug von diesen Stahlträgern. Oh, Alter, was ist das? Moin Clash, ne? Nicht viel, ich wollte nur eine kleine Runde Satisfactory weitermachen. Ich bin gerade dabei, die Schrottfabrik zu bauen, also die Aluminium-Schrottbude hier im Chemiepark. Da wird zwar schon Aluminiumoxid hergestellt, 120, keine Ahnung wie viel, aber da möchte ich gerne sowas wie einen Hochofen machen. In diesem hier Raffinerien soll Aluminiumschrott hergestellt werden mit Aluminiumoxidlösung und Wasser, hallo Zug. Und soll dann hier hintransportiert werden und mit abtransportiert werden. Und selbst? Was gibt's bei dir? Da kommt sie, meine Lokomotive. Und seit 5 Wochen kein Satz gezockt. Ja, ich hatte auch eine ganze Zeit lang, 4 Wochen, also quasi vom, hatte ich gerade am Anfang des Videos gesagt, da habe ich noch ein paar Videos hochgeladen, ein paar Streams. Vom 5. Juni bis zum 11. Juli oder wann das war, hatte ich kein Saates mehr gezockt. Ah, jetzt kommen wir. Ja, ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt keine Rahmen mehr habe, dann. Man muss ja aber irgendjemand einen Besen fressen. So. Ja, ansonsten habe ich ja hier beim Schmiepark, hatte ich ja dann hier noch die Wasserleitungen gelegt. Jo. Dann die Rückleitungen für Schwefel und Aluminiumoxid. Ja, läuft soweit eigentlich, ne? Nach und nach, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Da hinten habe ich die Gummi und Gummi und Uli Berhardt. Ansonsten extrem müde irgendwie. Ich habe auch gar keinen Bock zu rennen. Sagen wir es mal so. So, und jetzt wollte ich mal kurz gucken, wie das denn hier funktioniert. Na, müsste eine Gießerei gewesen sein, genau. Und da geht ja dann.
Die Aluminiumbarren, genau. Und da brauchen wir dann auch den Quarz. Den Quarz dann produzieren wir ja. Ja, perfekt. Den produzieren wir ja auch hiermit, ne? Genau, 50. Und 50. Nee, dann machen wir hier lieber dieses hier. Nur das Aluminiumoxid, was ist das ja eigentlich? Hallo? So, ne? Ja, bei dem Wetter. Ich war heute auch in der Halle, habe weitergemacht. Ein bisschen was, ein bisschen auch aufgeräumt. Es ist ja leider, weil eine Festplatte abgeschmiert ist. Das hatte ich, glaube ich, schon im letzten Stream gezeigt. Jetzt sich meine Festplatte verabschiedet, die 2 Terabyte groß ist. Wo alle Rohaufnahmen drauf sind, die ich so die letzten Zeit gemacht hatte. Wenn ich sie anschließe, klackert sie und fährt dann runter. Das war's dann auch. Ich habe hier ein paar Aufnahmen drauf, wo ich ein bisschen schweiße, ein bisschen flexe, ein bisschen feile etc. pp. Ich möchte eigentlich was gerne produzieren. Aber es geht nicht. Jetzt habe ich die Hoffnung, dass ich vielleicht, wenn ich genau dieselbe Festplatte nochmal irgendwo finde, vielleicht bei eBay oder so. Also quasi die Seagate Barracuda ST2000DM001. Das ist das Problem. Ich habe schon geguckt, was eine Datenrettung kostet und was hier drauf sind, sind ungefähr 500 GB, 600 GB. An Videomaterial, also RAW oder wie das heißt, mit ein bisschen anderen Kram, weil wenn, dann will ich ja auch alles wieder haben. Yeah. Dafür kriege ich diese Festplatte ungefähr 10-mal. Also war jetzt meine Idee, die Platine, eventuell ist die Platine kaputt, wenn nicht, dann muss ich mal gucken. Auf jeden Fall hatte ich überlegt, mir die Festplatte bei eBay halt zu kaufen, die Platine zu tauschen und dann halt so hoffen, dass die Platine einfach neuen Backup hat. Ja. So, also 240 produzieren wir. Wir brauchen 90 Aluminiumschrott. Okay, warte mal. Was denn jetzt? Genau, der Quarzsand wird von hinten wir haben 5 mal 50 sind 250. Brauche 70. Reicht. Ja, also wie gesagt, der Plan ist halt jetzt noch nicht vollständig überlegt. So. So, warte mal. Also ich möchte Aluminiumschrott hier haben. Aluminiumoxid und Kohle. Warum habe ich die hier gedreht? Bin ich eigentlich dumm oder was? Ja, so ist halt der Plan, ne? Und ihr wisst ja, ne? Ein Plan und so. Zack und zack. Du hast es ehrlich, meine mobile 1 Terabyte SSD hat auch gerade den Geist aufgegeben. Aber ich hatte dann noch Sounds und Musik drauf. Ja gut, eine SSD ist ja klar, die ist irgendwie ziemlich schnell bald hinüber, wenn sie an Don beschrieben und etc. wird. Deswegen soll man ja solche wohl nicht als Aufnahmefestplatte nehmen. Das ist eine HDD, die ist von 2015. Ja. Was soll ich sagen, ist halt mehr als ärgerlich einfach, ne? Aber davon lasse ich mich nicht aufhalten. Notfalls seht ihr halt dann nur quasi das Endprodukt, wenn ich dann halt fertig bin mit Flexen und Weißen und so.
So, also hier muss ja jetzt erstmal. So. So. Klar, hier unten müssen Pumpen hin, das ist ganz klar. Ja, viel Spaß und plansch nicht so viel. Oder geh nicht unter oder wie auch immer. So. 240 Aluminiumox. Sieht nötig der. Also müssen wir schon die große Leitung nehmen. Wenn ich takten will. Hätte ich mir sparen können. Denn an dieser Stelle kommt auch Mauer. Ich habe mir überlegt, das Ganze. Bis hier. Mhm. So, ah, ich will nicht runterfallen. Nein, 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 nein. So. Okay, das hier wird. So. Und dann kommt hier der Durchgang. Genau. Und hier. Wie macht man es so am besten, ne? Okay. Ist nicht gerade so ein Schieb, ne? Ich schon gewundert, hey? Die jetzt falsch? Nee, hä? Welche? Hä?
Okay, jetzt bin ich verwirrt. Doch gepasst, oder was? Mysteriös. Okay, wie kriege ich jetzt? Nee, so geht's nicht. Passt denn das nicht überein? Irgendwas ist denn hier? Wo ist denn hier das Problem? Der ist mittig. Schon zu spät. So, jetzt aber. Steht er zu weit hier, ne? Ich raste hier noch aus. So. Jetzt müssen wir hier auf jeden Fall die Kohle rüberkriegen. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, im vierten.
So. Und jetzt den ganzen Mist irgendwie schön geordnet hinkriegen. Logistik, also Splitter. Kommt hier rein. So. Und dann könnten wir sagen, hier. Und. Mann, das geht nicht. Ich weiß auch nicht wieso. Also. Wir brauchen einen Eingang. Ein Eingang zu vier so ein Dingern. Förderband Splitter. So, kann ja wohl nicht so schwer sein. Das geht da rein. Das geht da rein. Das geht hier rüber. Und das geht 1, 2, 3, 4 geht da rein. Schon wieder nicht. Okay. Kümmern wir uns ein andermal drum. Ich mache jetzt Feierabend, sonst wird heute nichts mehr. Ich dachte, das würde noch ein bisschen was bringen, aber ich speichere hier. Bedanke mich trotzdem fürs Zusehen und wünsche euch noch viel Spaß. War zwar nur ein kurzer Stream, aber bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.